Direkt, ehrlich und authentisch. Der Barsena Talk. Wir sind hier im Fiakerpark im 3. Bezirk und ich begrüße die Martina und den Walter, die die Musik für unseren Barsena Talk am 5.5. bei der Firma Daka machen werden. Super. Wollt ihr uns sagen, was ihr für Musik zum Besten gibt im Mai zum Barsena Talk? Das ist jetzt der Gschnasmarsch, den wir dann auch fertig spielen. Das ist von Johann Schrammel komponiert in den 1880er Jahren. Und wir spielen Musik, die aber auch älter ist. Unser Interesse war immer, was haben die Schrammel-Brüder als Kinder gehört oder spielen müssen. Die haben ja schon als Kinder mit dem Papa zum Tanzen gespielt. Und das hat uns interessiert. Besonders interessant ist es, in Handschriften zu forschen und das auszuprobieren, wie, also ist das Stück es wert, es zu lernen. Und dann gibt es eine bestimmte Auswahl, die wir jetzt gelernt haben, die uns gefällt und da kommen halt auch immer laufend neue dazu. Sehr harmonische Musik. Also sie ist nicht irgendwie auf Konfrontation aus und ich finde, das ist ein guter Ausklang zu einer hoffentlich hitzigen Diskussion. Das Thema beim Barsena Talk ist Lobautunnel und Stadtstraße. Mehr Verkehr in der Stadt, mehr Straßen oder weniger. Was ist so eure Meinung? Welchem Team gehört ihr an? Dem Straßenbauteam oder dem Fahrradfahrteam? Ich kann nur sagen, ich mache alle Wege, wenn es möglich ist, mit Fahrrad. Ich liebe das Fahrradfahren und das mache ich auch. Und
was halt möglich ist. Ich meine, ganz lange Strecken, wenn man nach Salzburg gefahren ist, fahre ich nicht mit dem Radl. Aber ich bin fürs Fahrradfahren auf alle Fälle. Aber ich weiß, dass es auch notwendig ist, Sachen zu transportieren und da braucht man Auto. Ich persönlich bin nicht gegen diese Untertunnelung der Lobau. Ich finde es eigentlich bitter und traurig, dass man die Natur missbraucht als Argument für etwas, das die Natur absolut nicht betrifft. Diese Gerüchte, dass das Grundwasser versickern sollte, das ist alles längst geklärt und gegessen und das wird der Lobau, würde, wenn es käme, der Lobau überhaupt nicht schaden. Viel schlimmer ist die Autobahn im Hochbau über die Praterau, also das ist oder durch den Prater. Und sogar dort ist die Natur praktisch unberührt davon. Auf jeden Fall, glaube ich, wird es eine gute Diskussion. Und ich freue mich wirklich sehr, dass ihr einen musikalischen Ausklang findet, dass sich vielleicht danach die Wogen glätten und so harmonisch wie eure Musik auseinandergehen. Danke fürs Kommen. Danke für die Einladung. Präsentiert von Daka Hausbetreuung GmbH.